Hallihallo. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich Post bekommen. Und zwar aus Wien. Von meiner lieben Patricia. Kriege ich jetzt gleich mal ein Herzi. Ja, ich habe keine Ahnung, was da drinnen ist. Der Anlass des Paketes ist der, dass die Patricia und ich uns genau heute ein Jahr kennen. Ja. Und in dem Jahr hat sich eine ganz, ganz wunderbare Freundschaft entwickelt. Anders kann man es gar nicht sagen. Also, ja. Die Patricia hat von mir natürlich auch Backerl gekriegt. Da gibt es dann auch ein Video auf ihrem Kanal. Das werde ich euch dann unten in der Infobox verlinken. Ja, und ich bin extrem neugierig. Ich habe wirklich, ja, kann man sagen, einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir. Aber ich habe das Backerl gemacht gestern schon gekriegt. Und ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut. Ja, das hat das alles wieder ein bisschen, ja, besser gemacht, sage ich jetzt einmal. So, Messerle habe ich mir schon hergerichtet. Und ich freue mich total. Ich freue mich recht so. Weil meine liebe Patricia hat ja Andeutungen ohne Ende gemacht, aber hat eigentlich nie wirklich irgendwas auslassen. Ich weiß, dass es was selber gebasteltes ist. Das weiß ich. Aber was? Das weiß ich nicht. Übrigens war die Post nicht sehr nett mit dem Backerl. Also sechs schon, das ist da so ein bisschen zerdätschelt. Aber ja. Die Patricia und ich hoffen beides Beste. Die liebe Post halt wieder mal. Gehst du da so schon auf? Jetzt. Luftpolsterfolie. Nein. Okay. Super gut eingepackt. Ich denke mal, da dürfte nichts passiert sein. Es Dachsteinpapier. Ich habe mein Dachsteinpapier wieder in Tirol. Juhu. ja, das Papier schicken die Patricia und ich uns im Prinzip ständig hin und her. Es ist so. Ich habe das zum Geburtstag, also in ihr Geburtstagspackerl, habe ich in das Papier das Dreieckstuch, was ich gehäkelt habe, eingepackt. Und jetzt ist es wieder bei mir. So. Freue mich voll. Ich freue mich über das Bachsteinpapier. Ach Gott, ist das schön. Entschuldigung. Mit dem Käfig drauf. Genäht. Schau mal. Super schön. So, tun wir das da auswedeln. So. Ich gucke da mal jetzt alleine rein. Das könnte etwas länger dauern. Ich schalte gerade kurz die Kamera ab und dann schaue ich, ob ich es auch vorlesen darf. Bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ja. Da stehen sehr persönliche Sachen drin. Ich mache das jetzt, oder ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich es nicht vorlese. Tut mir leid, aber ja. Ich weiß, was da drinnen ist. Oh mein Gott. Ich habe da Patricia heute vor einem Jahr hat sie ein Backerl gekriegt von mir, so ganz ein kleines. Und da war da
der Reflection Tracer vom Action drinnen, weil ich mitgekriegt habe, dass sie den sucht. In irgendeinem Hall hat sie das gesagt gehabt. Und ich habe den dann eben besorgt und mir dann über die Ricky, der Ricky muss jetzt auch ein Herz schicken, die Adresse besorgt von der Patricia und habe ihr das dann mehr oder weniger als Überraschung geschickt. Ja, und seitdem im Prinzip, ich meine, am Anfang klarerweise, da hat man halt so ein bisschen Kontakt und das ist aber immer mehrer Wohnen und mehrer Wohnen und mehrer Wohnen. Und die Patricia und ich kennen uns im Prinzip ja persönlich überhaupt nicht da. Wir haben es eigentlich wegen Corona, kann ich jetzt eigentlich sagen, nicht geschafft, dass wir uns irgendwie in dem Jahr einmal besuchen. Also sei es jetzt ich auch wie vor oder sie auch vor Kimp. Und ja, das, was jetzt da drinnen ist, ich muss das jetzt aufmachen. Die Patricia hat mir ein Junk Journal gemacht. Es ist der Wahnsinn. Ach Gott. Ich bin... ja. Ich bin und weg. Obwohl ich noch nicht einmal weiß, das ausschaut und gar nichts. So, jetzt nehmen wir mal die Folie weg. Aber liebe Patricia, das, was du mir da eingeschrieben hast, kann ich wirklich eins zu zurückgeben. Also, okay. Ein Junk Journal, das die Patricia sehr viel Nerven gekostet hat. Oh mein Gott. Entschuldigung, ich bin echt, ja, das hebe ich natürlich auf, das geht dann irgendwann wieder nach Wien, so lang, bis es irgendwann zerfällt, werden wir uns das hin und her schicken. Erste Bogner und die haben da Patricia und Andrea. Ja, wir sind miteinander so verbandelt, dass sich das ausgeht. Nein. Patricia, du hättest das Taschentuch wenigstens einpacken können. Na gut, das habe ich bei meinem Backerler vergessen. Ich muss mal das Single-Tanga ein bisschen genauer anschauen. Eine Uhr. Ein Medaillon. Möchte ich schön. Da ist ein Schlüssel. Und so richtig schönes, großes. Wahnsinn. Das kann ich sogar übernehmen. Das ist super, weil ich glaube, das lege ich da mal auf die Seite. Die Masche ist aufgegangen, aber das ist egal. Dann hat sie mir da vorne Herzele drauf getan. Und das ist ein Flauschi-Herzi. Boah, ist das schön. Ich habe sie schon gefühlt vorher. Super.
alles mit Stoff eingebunden. Und wir haben gesagt, haben so ein richtig schönes Krokodil. Ne? Das gehört einfach irgendwie mit dazu. The Adventure begins. Mal, da ist das Faserpapier. Alles genäht. Die Netzeln. Ja. Die heben wir ja auf. Ach, Orchkatzele hat sie mir eingetan. Oh mein Gott. Cool. Solche Figuren habe ich überhaupt nicht da. Pompös. Der Klurklapp. Cool. Das ist, glaube ich, irgend so, wie heißt es denn? Ein Einschlagpapier einfach. Und da überall hat sie es drauf genannt. Und das muss bei dem Papier aber echt schwer gewesen sein. Das ist ja so hauchdünn. Cool. Jetzt weiß ich, warum es ein Krokodil wohnt ist. Wenn du das so dicke Dingseln reinkleppst. Okay. Das sieht ja cool aus. Aber die sind echt schön. Vom Gut ist da auch drauf. Wo ist denn? Ich finde es nicht. Da, da. Und die gehäkelten kleinen Blümchen und so ein Mini-Däuli hat sie mir eingetan. Kaffeepapier. Die sind voll cool da. Das da, da das mit dem Orchkatzel. Da ist eine Hirschicht, das kann man schon gehen nach einem Sturmbock raus. Marmeladegläser. Cool. Das steht Moment, ich muss das kurz umdrehen. Ich liest das verkehrt um nicht. Mal kann man das so gut vorstellen, wie viel Nerven die das gekostet hat. Ich meine, die Patricia und ich, wir quakeln ja fast jeden Tag, ja, über WhatsApp. Das sind teilweise jetzt ungelogen hunderte Sprachnachrichten am Tag hin und her. Und ja, wie oft sie da das Wort so Nervenzusammenbruch erwähnt hat. Aber sie hat nie gesagt, warum. Ja. Ich hätte es mir denken können. Das ist so glitzerig. Glitzerig. Cool. Postkarte. Es tut mir jetzt echt leid, Leute, wenn ich jetzt so, ja, nicht wirklich so viel rede, aber ach, ich bin echt hin und weg. Sie hat es wirklich durchgezogen, mein Schnucki-Putzi. Wahnsinn. Eine Klammer. Na, Mai! Ja, die müssen fast da mit rein, ne? Das Haus aber. Aber Patricia eigentlich hat euch das auf den Kopf reinkleben müssen.
Ach gut. Was bist du Schönes? Kann man die. Meine Welt steht Kopf wegen dir. Ja. Die Patricia hat, ja, ist schon ewig her, da habe ich so ein kleines Taschele-Tutorial gebracht und sie hat das nachgebastelt, so live. Also sie hat mein Video laufen gehabt und hat es dann mit mir live gebastelt. Und hat alles super gut geklappt. Und ganz am Ende hat sie dann die Heißeln verkehrt drauf geklebt. Sie hat es dann wieder errichtet. Also sie hat das alles wieder aber gefitzelt. Da, ich glaub, mit dem Messerle ist sie da wirklich hergegangen und hat das aber gefitzelt und hat es dann auch wieder richtig drauf geklebt. Und ich habe damals gesagt, ja, lass es halt einfach so und tu einen Spruch drauf, mit dir steht meine Welt Kopf, dann passt es ja irgendwie, ne? Ja. Deswegen ist das da drinnen. Also das Papier vom Klöckler ist echt cool. Pompös, ja. Mir? Oh mein Gott. Wie geht? Beste Freundinnen sind schwer zu finden, denn die allerbeste gehört bereits mir. Ma Patricia. Dankeschön. Mai. Entschuldigung. So was kann ich über das jetzt wieder auf Maschelle der Pint. Nein, das schaffe ich jetzt nicht. Wow. Es ist ein Wahnsinn. Das ist cool. Entschuldigung. Da hat sie auch nochmal drüber genäht, übers Herz. Open this. Na, da geht nichts auf, oder? Na, ich mach da nichts. Ich trau mich nicht. Super schön. Du bist mein Lieblingsmensch. Du meiner auch. Weil ich das alles meistens liebe. Das Mini-Bäumchen. Das war auch bei dem Set da dabei. Warum steht da Hihihi? Freundschaft ist, gemeinsam im Wald die Bäume zu umarmen. Ja. Wenn die Patricia nach Tirol kommt, dann gehen wir in den Wald mehr. Zwar, das haben wir schon ausgemacht. Hihihi. Das haben wir ausgemacht. Weil die Tiroler Bäume, die sind ganz speziell und die muss man dann umarmen gehen. Gehen wir ein bisschen Wald baden, mit zwei, haben wir gesagt. Ich nehme einen Urkern mit.
Mal cool. Pussykäfer. Da ist ein Käfig drin. Na, oh mein Gott. Einmal drücken aus der Ferne. 476,1 Kilometer. Da ist der Löwe und da ist das Käferle. Ja. Ja, 476 Kilometer, das ist ja nicht so viel, ne? Es war natürlich wesentlich toller, wenn du irgendwo da wohnen würdest oder ich irgendwo da wohnen würde, weil dann freier hat man nicht immer WhatsAppen, sondern kann die einfach, ja gut, wir könnten dann schon WhatsAppen, aber wenn ich sehe, du Patricia, ich bin in 10 Minuten da, lass mal einen Kaffee rein. Oder umgekehrt, das war schon schön. So müsste ich halt sagen, du Patricia, ich bin in 5 Stunden da. Richte ich mal dann einen Kaffee her. Ich gebe Vollgas. Cool. Das ist ja lässig. Einlaminierte Blätter. Und jetzt erkenne ich es. Das ist dahinter, das ist der Stempel mit der Brücke. Cool. Also den muss ich mir, glaube ich, echt auch noch besorgen. Der ist schon schön. Jetzt, wo ich ihn so wirklich im Original gestempelt sehe, da ist er von Ideen mit Herz. Na, oh mein Gott. Ich werde nicht mehr. Mein Putzihund, die hat sie eingeklebt. Auch kann. Sag's mal. Mein Schatzilein. Und so schön genäht rundum und mit Bling-Bling-Buchstaben. Das da, das ist übrigens, das ist sein Ball. Ohne den geht gar nichts. Und er merkt da ganz genau, wenn man austauschen. Also da ist er ganz, ganz hakel. Ich meine, er hat mittlerweile 2 komplett gleiche, aber er weiß ganz genau, welcher da der alte ist, sozusagen. Er nimmt den neuen schon nachher, aber lieber hat er einen alten. Cool. Das ist ja auch lässig, das ist so ganz glatt. Und da hat sie die Franzenwolle drunter geklebt. Cool. Da hat sie wieder so schönes Ornament. Da ist ein Stück von ihrem von der Snippet Roll. Also ziemlich schaut es aus wie Snippet Roll. Cool. Was ist denn das? Kann man das auch so tun? Boah, ist das cool. Das ist ja cool. Voll lässig. So schön groß. Ich habe irgendwann einmal habe ich wie heißen sie denn? Mir fällt es jetzt nicht ein. Solche Blätter, aber nur so in so klein, aber so groß. Die sind echt, die schauen mega aus. Die schauen mega aus. Und jetzt kriege ich sie nicht mehr rein. Wohl.
Kommen das so schön hin? Eine Eule. Da ist nochmal der Brückenstempel. Also das, boah, das schaut ja noch viel besser aus. Also ich glaube, ja, den werde ich mal holen. Die Seite ist überhaupt nicht, ist die schön. Schaut einfach nur mega aus. Mit den verschiedenen Farben, dann ist nur Kupfer mit drinnen. Boah, die taugt mir total. Patricia, echt, also, boah. Wenn du nur ein einziges Mal sagst, ja, dass du keine Junk Journals machen kannst, weil das nicht klappt und das nicht klappt und das nicht klappt und das nicht klappt, also dann weiß ich auch nicht mehr. Beste Freundin. Die sind so lieb, die Mini-Tags. Ein Tombola los. Das sieht ja cool aus. Also, ja. Wie gesagt, ich will das nie wieder hören, ja? Nie wieder will ich hören, dass du keine Junk Journals machen kannst. Weil du kannst es. Ganz wunderbar sogar. Und ich habe die Nummer 1 da. Wahnsinn ist das. Entschuldigung. Hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Patricia. Das ist ein Insider. Da sage ich auch nicht wirklich viel dazu. Ich, du, passt. Ja, würde ich auch sagen. Das unterschreibe ich sofort. Also, das unterschreibe ich sofort, ja. Die Patricia und ich haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Anders kann man das gar nicht sagen. Das hat also einen total einen schönen Schimmer, das Papier, aber ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Na, so vielleicht. Na, sieht man nicht. Sieht man nicht. Das kenne ich doch irgendwoher. Das ist mit eingezogen. Cool. Da ist aber das so ein schönes Blümchen. Junk Journal. Ja. Da hat sie ein bisschen gedudelt und bling bling. Glitzer, eigentlich nichts bling bling, aber egal. Ach Gott, okay. ja. Das weiß ja, wo das her ist. Das ist ein Sackerl, wo man normalerweise Brot reintut. Ja. Das ist ja cool. Ganzen verschiedenen Stiche einfach und unten ganz einfach die Nähmaschine drauf.
Also es ist wunderschön geworden, Patricia. Also ich kann gar nicht anders sagen. Es ist. Ein Wahnsinn. Und du weißt eh, wo in Zukunft dein Junk Journal steht. Neben der Luisejährigen. Jawohl. '78. 100 Jahre später bin ich auf die Welt gekommen. Ja. Also, jetzt wollte ich umblättern, aber das ist ja doch festgenäht. Das ist ja. Ach. Ach. Es ist wirklich, es ist einfach. Ja. Unfassbar schön. Und wie gesagt, wenn du nur einmal sagst, du kannst keine Junk Journals machen, ja. Es ist. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Wirklich. Ich werde mir das jetzt sicher noch zwei, dreimal anschauen. Minimum. Aber zuerst muss ich der Patricia eine Sprachnachricht schicken. Wo ist das andere jetzt da? Da. Das finde ich einfach nur super. 476,1 Kilometer. Ja. Mein liebes Schnuckiputzi, was soll ich sagen? Ich bin hin und weg, wirklich. Ich bin wirklich hin und weg. Ich habe die Nummer 1 bei mir zu Hause. Ich schicke dir jetzt mal ganz ein dickes Herzl und ganz ein dickes Bussel. Ich bin hin und weg. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich, ja, mir fehlen die Worte. Es ist einfach nur super schön und ich habe wirklich eine extreme Freude damit. Wirklich. Ich liebe es. Wie es der Zufall so will, ja, habe ich der Patricia auch ein Junk Journal gemacht. Ja, wie soll es denn anders sein? Sie hat sich unbedingt ein Junk Journal gewünscht. Zum Geburtstag ist es leider nicht ausgegangen, weil ich einfach, ja, etwas ganz Spezielles machen wollte und die Zeit hat einfach nicht gereicht. Und von dem her habe ich das einfach auf unseren Freundschaftstag sozusagen verschoben. Ja, wie gesagt, sobald die Patricia das Video online stellt, verlinke ich es euch eh unten. Ich bin ja gespannt, was du zu meinigen sagst. Ach, oh mein Gott. Ja. Schnucki Putzi, ich hab die ganz, ganz fest lieb. Wirklich. Und ich hoffe wirklich, dass man es spätestens irgendwann einmal nächstes Jahr schaffen. Haben wir eh schon geredet, wenn die Sarah da nach Wien dann will, dann ja, freue ich sowieso mit, weil ja, da haben wir ja schon geredet. Und spätestens da, denke ich, werden wir uns dann endlich treffen und umarmen und abwusseln können. Weil was anderes wird wahrscheinlich nicht passieren, als wird, dass wir uns wirklich in den Armen dann oder in die Arme fallen und dann gibt es Bussel links und Bussel rechts und ja. Gut. Ich muss mir das jetzt
noch mal in Ruhe anschauen. Ich bin total fasziniert, wirklich. Ja. Patricia hat eine Chunk Challenge gemacht für mich. Wahnsinn. Und für das, was da drin steht, auch nochmal danke und ja. Bevor es jetzt dann wirklich, ja, ich weiß auch nicht einmal mehr gescheit, was ich sagen soll, weil ich dauernd irgendwie, ja, emotional irgendwie. Deswegen schicke ich der Patrizia jetzt noch einmal ein Herzl und eine Bussel. Wünsche euch einen ganz schönen Tag noch oder Abend oder was immer ihr habt. Und ich hoffe wirklich, ich kann es jetzt wirklich einfach sagen, ich hoffe wirklich für jeden von euch da draußen, dass er, wenn er es nicht schon hat, in seinem Leben so gute Freundin findet, wie ich mit der Patrizia gefunden habe. Ja, das hoffe ich und wünsche ich euch und ja, es ist so. Gut, emotionales Video heute, muss auch mal sein. Und ja, dann sehen wir uns, wenn es wollt, im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.